verschwinden plötzlich Termine aus deinem iPhone-Kalender? In diesem Video zeige ich dir, was du dagegen tun kannst. Wir hatten mit einem iCloud-Kalender folgendes Problem. Auf dem iPhone meiner Frau fehlten auf einmal mehrere Termine. Aber nicht alle Termine, sondern nur einige wiederkehrende Termine. Auf meinem iPhone konnte ich diese Termine komischerweise sehen, denn wir haben uns die Kalender gegenseitig freigegeben. Das ist natürlich blöd, weil meine Frau dadurch an vieles Wichtige nicht erinnert wurde. Hey Schatz, ich habe doch heute Geburtstag. Wo ist mein Geschenk? So, steht nicht im Kalender. Also ging ich auf die Suche und ich fand zwei mögliche Lösungen dafür. Als erstes solltest du deine Kalendereinstellungen prüfen. Die findest du in der Einstellungen-App direkt unter Kalender. Achte darauf, dass hier alle Ereignisse synchronisiert werden. Wenn das schon so eingestellt ist, dann ändere das zum Beispiel mal auf Ereignisse 2 Wochen zurück synchronisieren und dann wieder auf alle Ereignisse und warte ein paar Minuten. 6,5 Stunden später. Sind die Termine wieder da? Falls nicht, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Vorher solltest du allerdings eine wichtige Sache erledigen. Apple empfiehlt ausdrücklich, dass du erstmal deine Kalender sicherst. Und dafür brauchst du einen Computer. Auf einem Mac öffnest du mal die Kalender-App, wählst den Kalender in der Seitenleiste aus und klickst dann im Menü Ablage auf Exportieren und dann nochmal auf Exportieren. Und so speicherst du alle Termine in einer Kalenderdatei. Zur Sicherheit kannst du auch nochmal deine Kalender archivieren. Das geht auch über das Menü Ablage unter Exportieren und dann Kalenderarchiv. Unter Windows oder Linux besuchst du stattdessen die Website iCloud.com und meldest dich mit deiner Apple-ID an. Hier kannst du im Kalender in der Seitenleiste neben den Kalendernamen klicken, und zwar auf dieses Freigabesymbol, den Kalender öffentlich freigeben und den Link kopieren. Den fügst du in einem neuen Browserfenster ein, ersetzt Webcal durch HTTPS und drückst Enter. Und so lädst du dann auch deine Termine in einer Kalenderdatei runter. Allerdings nicht den kompletten Kalender, sondern nur die Termine des letzten halben Jahres und für 3 Jahre in die Zukunft. Ein vollständiges Backup, das geht nur mit einem Mac. Anschließend beendest du dann diese öffentliche Freigabe wieder. Öffne nun mal deine iCloud-Einstellung. Unter iOS 12 findest du die in der Einstellung-App, indem du auf deinen Namen tippst. Hier schaltest du den Kalender mal kurzzeitig ab und bestätigst auch unbedingt, dass iOS deine Kalender vom iPhone löschen soll. Aber keine Panik, die Termine bleiben natürlich weiterhin in der iCloud gespeichert und werden nur von deinem Gerät gelöscht. Und zur Sicherheit hast du natürlich immer noch ein Backup. Jetzt wartest du wieder ein paar Minuten und schaltest dann den Kalender wieder ein. Nicht erschrecken, danach ist dein Kalender leer. Das liegt einfach daran, dass dein iPhone erstmal wieder alles aus der iCloud laden muss und das dauert einfach seine Zeit. Also wieder abwarten. Eine Ewigkeit später. Jetzt solltest du wieder auch die Termine sehen können, die vorher verschwunden waren. Schreib mir doch bitte einen Kommentar, ob das bei dir geklappt hat oder nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!